Hallo miteinander, ich bin Claire Ochsner und so eine farbige Künstlerin. Und jetzt hätte ich eine Prinzessin oder eine Frau im Schwung machen. Dann haben wir eine Bleistiftzeichnung, wo man sieht, wie ich es machen will. Und die habe ich dann vergrößert und wegen der Form auf Aluminium gemacht. Dann finde ich eben die Form beim Modellieren, weil die wird noch dreidimensional natürlich. Aber wir machen jetzt in der Schlosserei machen wir alles aus Metall, also aus Knochengerüst, damit das solid ist. Nicht nur so träumen. Dann haben wir eine Metallplatte, die man auf dem Sockel tun kann. Und jetzt tut dann gerade der Beat Wittmer das anschweißen. Eine etwas grössere Metallfläche, Kugel drauf und auf die Kugel. Und dann die Frau im Schwung, und zwar nicht einfach so gerade. Natürlich im Schwung ein bisschen schräg. Gut. Warte. Wir sind in der Verzinkerei Pratteln. Und da ist jetzt das Gerüst von der Frau mit Schwung, wo verzinkt wird. Und wir haben gerade noch ein paar andere Gerüste für neue Skulpturen, die schon in meinem Kopf existieren und jetzt langsam auch zum Werden kommen, die gleichzeitig verzinkt werden. Aufgrund von dieser Form, die wir in der Schlosserei gemacht haben, und dem Aluminium, das ich zugeschnitten habe, und ein bisschen verbogen, die hilft mir zu finden, wo der Arm da in der Luft ist. Dann weiss ich schon, wenn ich den Linien angehe, wird es schön. Und jetzt, wie wir ja vom Zweidimensionalen ins Dreidimensionale gehen, muss alles schön rund sein. Und das ist Isolationsmaterial, so viel im Keller und so für Rohr. Und das kann man so sehr einfach mit wenig Kraft zuschneiden. Und ich tue jetzt das gerade so ein bisschen auf den Arm applizieren. Und dann mit Klebstreifen fixieren. Also siehst du jetzt den Arm da, den mache ich jetzt so wie rund. Hier unser Arm und die Füße über, aber natürlich ein bisschen abstrakt. Das heisst ja die Frau mit Schwung oder im Schwung. Das ist ja das, was wir alle haben, im Schwung bleiben, leben, Bewegung. Da brauche ich elend viele so Papierklebstreifen. Die Art zu arbeiten ist nicht giftig. Habe ich entwickelt mit dem Messer nicht so viel Kraft. Das ist die Frau mit Schwung. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr, dass sie Schwung hat, oder? Mit ihrem Bein, wo der Vittorio Cesari jetzt verpolyestert. Weil vorher haben wir ja das Verzinken und das Metallbein gehabt, das da rausgekommen ist. Und im Bauch hat es ja noch Streben. Und jetzt habe ich ja mit Schaum, Klebstreifen und dann mit Polyester-Spachtel, das wäre das Grüne, habe ich die Form ein bisschen verfeinert. Ich kann schauen, dass die Spirale sich schön dreht und dass der Schwung vom Arm mit dem Kopf, weißt, stimmt. Das muss eine Harmonie sein, vom Bein zum Bauch, zum Kopf. Alles ist eine Einheit und ist im gleichen Schwung so diagonal da über. Und damit jetzt das wetterfest ist und schlagresistent und dass das viele Jahre von außen sein kann, wird das verpolyestert. Das ist Fiberglas-verstärktes Polyester, das man auch im Schwimmbad braucht. Und das ist natürlich sehr wasserfest. Und auch bei den Autos, man hat ja viel Karosserien, so, das ist auch Schlagresistenz, kommt immer darauf an, was für eine Schichtdicke drauf tut. Also das Weisse ist jetzt Fiberglas. Da haben wir jetzt gerade so ein Pötzchen, das der Vittorio hat. Siehst du das dort? Und wo er mühsam wird es dann eben, wenn man die feinen Spirälen hat, dass das geht. Und wenn er fertig ist, sieht es mal gut aus, aber wenn man genau schaut, hat es überall Unregelmäßigkeiten. Und es gibt noch wahnsinnig viel Arbeit, um das harmonisch und eine schöne
Oberfläche haben, damit ich auch schön malen kann. Also das ist die Frau mit Schwung. Das heisst, sie hat Därme raus, sie hat viel Schwung. Und jetzt, wo sie endlich im Endzustand ist, ganz schön modelliert, ohne Löcher und so, fange ich sie an malen. Und beim Malen muss ich natürlich den Schwung noch betonen. Und zum Beispiel das Zentrum von dieser Spirale wird jetzt noch etwas heller. Oder? Dann fangen die Farben an zu singen. Das heisst, dann habe ich hellgel, dunkelgel und orange. Und das macht eben die Abwechslung aus. Und das oberste natürlich ein bisschen hellgel, das ist quasi wie das Licht. Und wenn man eben mehrere Geltöne hat, dann hat man viel mehr das Gefühl, es leuchtet, wenn es nicht uni ist. Und ich arbeite immer mit Farbabstufungen. Natürlich, ein Flachmaler hat mit so etwas viel Mühe, weil Farbabstufungen sind nicht das Einfachste im Leben, oder? Aber ich bin ja ein Profi, ich male so viel, dass ich ein bisschen Übung habe. Da haben wir die Frau im Schwung fertig gemalt und gerade erst lackiert. Wir sind im Atelier von der Claire Ochsner, von mir, oder, wo ich hauptsächlich arbeite, im Malatelier. Und hat sie gerade den Autolackierer lackiert mit einem hochwertigen Autolack, dass sie wetterfest ist. Und ich habe die Linie unterstützt beim Malen und natürlich rundum gemalt und auf jeder Seite hat es wieder neue Farben, Details und grosse, wichtige Schwünde, die dann betont sind durch die Farben. Sie schwebt auf ihrer Kugel. Und jetzt, wo sie fertig ist, kommt sie dann zu mir ins Kulturengarten. Der ist ja auch öffentlich, darf man besuchen während der Woche. Und da wird es mal ausprobiert, nachher geht es ja Ausstellungen und speziell auch nach Riechen ins Künstlerhaus, wo ich dann die Ausstellung im September im Schwung mache, mit der Frau im Schwung. Ich wohne und arbeite hier im Skulpturengarten. Das ist meine Fantasiewelt, eigentlich eher eine Märchenwelt, wo auf der Gefühlsebene sich abspielt, wo es mir wohl ist, zwischen Vogelpfeifen, schönen Bäumen und Natur und dann die Farben der Skulpturen. Einen zweiten Garten habe ich jetzt in Riechen, vis-à-vis von der Fondation Bayerler. Das ist natürlich ein super Standort, weil viele Kunstinteressierte vorbeikommen. Und dort haben wir eigentlich Mittwoch bis Sonntag immer offen mit einem Kaffee und einem Teil vom Sarasin-Park mit einer Galerie mit 6 Räumen.